Untypisch für diese Let's Play-Reihe meiner Anmoderation, es liegt daran, dass die ersten 5 Minuten vom Aufnahmeprogramm leider nicht aufgenommen wurden. Deswegen steigt ihr eben mittendrin ein. So, dann wollen wir uns mal auf die Expedition begeben. Wir haben jetzt hier ein schönes Boot. Dann wollen wir mal losziehen. Wir brauchen nochmal einen Bootsanleger, brauchen wir auch noch alle hier. Naja. Nehmen wir das Boot und dann fahren wir mal kurz in die Richtung. In dieser Richtung soll angeblich noch eine Stadt liegen. Da hinten soll es eine Stadt geben. Was ist das denn? Ich glaube, ich schwimme da mal weg, weil hab da nicht sehr viel Vertrauen in den Leuten. Ich davon, ja, die sind auch. Da wird mir ganz rot vor den Augen, wenn ich die sehe. Ich glaube, dann schwimme ich da mal lieber vorbei. Scheinen ja ein paar Kämpfer zu sein dort hinten. Hätte Kenny wohl schon aufgemischt, die Dinger. Naja. Und hier würde angeblich irgendwo ein Dorf oder eine Stadt liegen, oder was? Meinte er jedenfalls. Ist jedenfalls eine Festung. Da scheint wohl tatsächlich die Festung oder so ein paar Leute sind wohl schon geteilt. Hat überhaupt von der Stadt geredet? Ich glaube, das war nur eine. Ich weiß nicht, ob das nur eine Festung war. Ich weiß es alles nicht mehr genau. Kommt mir zwar vor, als wäre es gestern gewesen, aber ich weiß nicht mehr genau Bescheid. Achso, und hier haben wir. Ah ja, hier war aber jedenfalls von dem Eis, hat er erzählt, von dem Eis hier hinten. Stimmt, das weiß ich noch. Aber wo war das Dörfchen, wovon er sprach? Vielleicht müssen wir mal andersrum fahren, vielleicht ist es dann auf der anderen Seite. Vielleicht sind wir auch zu kurz gefahren, wer weiß. Na, wir gucken mal erstmal hier hinten nach. Dann müssen wir halt eben, wohl oder übel, blöderweise an den Leuten halt vorbeifahren. Genau, hier ging's lang. Ich muss hier gerade so ein bisschen selber orientieren, weil ich habe das blöderweise so einen Weg vorweg. Ich glaube, das ist der falsche. Ich weiß aber noch so ungefähr, wo ich gleich hinfahren muss. Was heißt ungefähr? Ich weiß ziemlich genau, wo ich gleich hinzufahren habe. Wenn wir fertig sind mit der Expedition. Zweifelsfall kann man immer noch mal die Map anschauen. Die Map, die zeigt ja auch alles an, was du irgendwann mal erkundet hast. Da hinten ist nochmal eine Festung. Mensch, was ist denn das hier? Zu viele Festungen sind mir das hier. Somit sehe ich aber noch nicht, wo wir möglicherweise mal mit einer Zugstrecke gehen können. Und zu dicht am Schloss will ich auch nicht. Fahren wir mal hier weg hier. Ja, das ist zu dicht am Eis. Oh, so langsam zereist, dass sie aber alle, ob wir überhaupt wieder zurückkommen. Weiß ich nicht. Ich nehme mal das Boot mit. So, nur für den Fall, dass wir woanders wieder einsteigen wollen. Hier hinten gibt es jedenfalls, wie es aussieht, eine Handelsmöglichkeit. Können wir auch mal gucken. Dann können wir hier eine Zugstrecke. Genau, hier können wir uns immer wieder eine Zugstrecke hinführen. Um zu handeln. Was ist das denn? Ein Wolf, der böse ist. Ah ja. Nehmen wir schon mal mein Schwert, weil da gerade meine Bedenken. Und ich will nicht so dicht an den Schlossturm ran. Mensch, der Eingang ist aber auch kacke, ne? Kommen die jetzt her hier? So, schnell wieder zu das Tor. Dann gucken wir mal, was habt ihr denn hier so alle im Angebot? Nur weil es mich interessiert. Ah, du hast hier Tiere, genau. Du hast wahrscheinlich. Ah, wo ist denn so ein Zeug? Das gefällt mir. Hast du Wolle? Können wir auch vielleicht mal gebrauchen.
Du hast einfach nur gezauberte Bücher. Du hast auch noch Schienen, sehr schön. Ah, deswegen hat er rote Augen, er will die Schafe da oben schlachten. Du hast Blumen, auch nett. Du hast. Oh ja, dich habe ich schon angeschaut. Oh, in den Truhen gibt es da aber bestimmt was, ne? Können wir doch bestimmt was geiern. Hier ist nichts, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Okay. Hier ist auch nichts mehr. Mit meinen Oktopusarmen komme ich natürlich an die Truhen ran. Vom Tresen aus, ja, bin ich nicht gut. Ja. Hinten. Ah ja, hier. Was hast du? Du hast Essen und Trinken. Okay. Aber sonst hast du nichts, ne? Ne. Sieht nicht so aus. Wobei, ich glaube, du hast aber einen Dachboden. Kann das sein? Hat er? Könnte es passen? Ja, ich glaube, der hat einen Dachboden. Mal gucken. Könnte sein, dass er einen hat. Ja, sage ich doch. Hier oben gibt es meistens ein bisschen Kram, den man sich schnappen kann. Zum Beispiel Essen, Brot, Fleisch. Das ist zwar eigentlich alles Essen, deswegen muss ich das nicht extra aufzählen, aber egal. Kann man nämlich hier den Typen hier bestehlen. Mensch, der Hund soll aber mal die Fresse halten, der Wolf. Dank der Nachtsicht, das ist gut. So. Ich kann ihm ein bisschen was mitnehmen schon mal. Für zu Hause. Ist ja auch nett. Oh Mensch, hier kriegst du ja echt so genüge Zeug. Perfekt. Die, ich glaube, da habe ich angefangen, naja. Oh, man ist ja schon mal ein bisschen was gekrallt hier von dem Typen. Danke sehr. Tschüss, ja. Oh, das hier konnten wir uns auch mitnehmen, weißt du was? Würde ich auch gerne machen. Meine. Tschüss. Genau so lässt sich leben. Einfach alles klauen. Und jetzt müssen wir mal uns vorsichtig an den Waffenleinen vorbeischleichen. Zu das Ding. Lass mich bitte in Ruhe. Danke sehr, tschüss. So. So. Wurde schon paranoid, hab mir schon Zombies eingebildet. Die haben wir hier aber glücklicherweise nicht. Wobei, wir haben sie schon, aber. Die spawnen nicht in freier Natur. Problem ist halt, ich habe halt eben auf unserer Testwelt, die wir mal so irgendwo mitgekriegt, dass sie einfach teilweise einfach so spawnen in den Dörfern. Die spawnen einfach so Monster aus dem Nichts. Zack, sind sie da. Fand jetzt nicht ganz so toll, aber naja. So. Ja, dann haben wir uns ja schon mal ein bisschen hier bedient hier an dem Typen da hinten. So. Ist nur noch wieder zurück zu unserem Dorf. Einlagern das Zeug. Haben wir mal schon mal ein bisschen Zeug da. Hat ja auch was. So, unser Haus finde ich natürlich wieder nicht auf Anhieb. Das ist ein anderes Dorf. Nö, ist auch unseres. Ja, natürlich ist das unseres. Weil diese Bäume wären hier nicht. Ah ja, stimmt, da hinten war das Haus. Aha. Ich kann mich in unserem eigenen Dorf schon gar nicht mehr orientieren. Gut, dann räumen wir mal. Ach, wir haben sogar ein ganzes Deck. Das ist sehr schön. Nahrung können wir schon mal aussortieren. Und zwar. Ach, den Trank noch nicht, den weiß ich, obwohl, den müsste ich erstmal auch zur Nahrung einsortieren. Weil wir noch keine spezielle Tränkekiste haben. Und das hier packe ich mal zu
Werkzeug. Ich zähle das mal als Werkzeug. Machen wir es so. Ansonsten, was können wir denn jetzt nochmal machen? Wir haben mal ein bisschen Zeug zusammengekriegt. Das ist ja schon mal kräftige Nahrung hier. Kenne ich es aber auch noch nie, wieder von der Expedition zurück war. Ich hoffe nur, dass er wiederkommt. Naja, hoffentlich bringt er was mit. So. Genau, hier waren die Schienen. Haben wir schon ein paar fertig. Wo ging's denn hin nochmal zu dem. Hier, so ging's lang. Das heißt, wir könnten hier an dieser Stelle des Dorfes, also bei uns, könnten wir einen Bahnhof schon mal anfangen zu bauen. Weißt du, das machen wir dann in dieser Folge. Fangen wir mit dem ersten Bahnhof an. Dann haben wir nämlich schon mal mit dem ersten Bahnhof begonnen. Haben wir denn eigentlich hier. Ah, hier könntest du sogar einen Schlenker fahren, ein bisschen außen rum. Ich glaube, ich schicke den Zug einfach übers Wasser. Mal sehen. Oder der Zug fährt vielleicht dann diese Richtung, dann hier so einen Schlenker und dann hier rüber. So eine lange Brücke ist halt echt aufwendig, ne? Aber gut, das hier ist auch nicht gerade wenig. Also wir müssen Schienen sparen. Dann gucken wir mal lieber. Dann fange ich einfach mit dem Bahnhof an und wie wir dann später das alles setzen, das kommt dann. Das entscheiden wir dann nachträglich noch. So, Kies brauche ich. Und die Schienen natürlich auch. Hier. So, 53, mehr brauchen wir erstmal nie. Und der Bahnhof käme. Ich überlege gerade. Hier rechts vom Dorf ist halt so blöd, aber er kommt so blöd an hier an der Festung. Jetzt machen wir es vielleicht ganz anders. Ich schnapp mir mal hier den. Die Axt hier. Ich meine hier. Müssen wir halt die Bäume hier leider fällen. Ist es leider so. Und die. Diese Ölquelle müssen wir auch ein bisschen eindämmen. Auch nochmal ein bisschen zuschütten. Ich sollte gerade erstmal kurz hier abbauen, damit hier der andere Baum nicht beschädigt wird. Der andere Baum soll nämlich noch bleiben. Setzen wir hier einen Baumstamm hin. Den nehme ich auch an. So, und jetzt kann ich den Baum nicht abbauen, wenn das andere beschädigt wird. So. Okay, dann wollen wir mal hier die Ölquelle ein bisschen zumachen. Erstmal gleich. Alle zu seiner Zeit. So, jetzt. Also. Wir müssten wie viel Platz ungefähr einplanen? Ich würde mal sagen, aber weil ich erstmal davon ausgehe, dass es hier. Wobei, das wird wahrscheinlich ein Durchgangsbahnhof. Wäre besser, weil wir vielleicht in dieser Richtung noch irgendwas finden, wo wir vielleicht noch hinfahren können. Zum Beispiel hier zu dieser Handelszentrale. Können wir vielleicht zwischen den Handelszentralen irgendwie austauschen oder so. Mal schauen. Ich werde jedenfalls erstmal hier das Öl hier wegmachen. Bisschen zubauen. Nämlich hier. Kann ich den hier auch hier befreien hier? Komm mal raus da. Da kommt er gar nie raus, oder? Okay, tut mir leid. Aber du wärst nie wieder rausgekommen. Oh, scheiße, und wir kommen jetzt auch nicht mehr raus. Ja, ist natürlich jetzt scheiße, ne? Ja, so muss man sie aus dem Öl befreien. Ja. Uiuiui. Bis das irgendwann nicht mehr weiterfließt. Zum Beispiel da vorne, und dann sind wir nicht wieder frei. Also schlau war Karl, der Schienenbart, leider nicht. Deswegen muss er uns leider von dem armen Schienenbart verabschieden. Ist nun leider nicht mehr unter uns. So. Ich hier mal die Mitte. Ich mach mal so 16 etwa.
Die Länge des Bahnsteigs so 16 ist gleich und falsch. Dann machen wir mal hier schon mal. Warte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann geht das nämlich bis hier hin. Mit der Erde. Ne? Und dann machen wir hier. So. Die Erde ist offensichtlich nicht genug. Ist ja aber auch egal. Die können wir schließlich noch nachholen. Da haben wir genug von übrig. Am liebsten würde ich die ganze Ölquelle hier einreißen, ne? Am liebsten risse ich die ganze Ölquelle hier ein. Naja. Ah, die soll, also wir werden noch eine Verwendung dafür finden für die Ölquelle. Nur ich werde jetzt soweit erstmal ein bisschen zubauen, dass sie nicht mehr so störend ist. Ja, die Kühe kommen da sowieso nie wieder raus. Das Zeug, das schwimmt einfach auf dem Öl drauf. Bäh. Öliges Fleisch, wer isst denn so einen Scheiß? Pfui. Dein Gedanke ist ja schon ekelhaft. Erde haben wir hier. Ich nehme mal hier ruhig mal gleich 4 Stacks mit. Wir können da sowieso die Erde wieder reinräumen, wenn wir die nicht brauchen sollten. Okay, ich schmeiß das mal hier erstmal so grob rein einfach. So. Achso, Holz können wir hier nochmal in das Ding mit reinpacken. So. Vielleicht ist die Ölquelle zu. Also nicht ganz zu, aber zumindest so ein bisschen eingedämmt, dass sie nicht mehr stört. Ja, wir müssen aber wahrscheinlich die Ölquelle komplett wegreißen. Wir müssen sie, glaube ich, komplett schließen, die Ölquelle. Das hat den Grund, dass die überhaupt ungünstig platziert ist. Außerdem werden wir mit Sicherheit irgendwo anders auch noch Ölquellen haben, die wir besser verwenden, besser zu verwenden wissen. Könnte der Schmetterling sich da bitte verziehen? Geh weg. Was nimmt denn so viel Platz weg, ey? Furchtbar. Das war nicht so schlau. So, wir haben die Ölquelle schon mal ein bisschen beseitigt. Ja, so geht das. Ah, jetzt habe ich ja dummerweise keine Schaufel. Na, machen wir es kurz mit Hand weg. So, jetzt habe ich hier so schmutzige. Jetzt habe ich so schmutzige Fingernägel. Ja. Tja, das passiert, wenn man die Erde mit Hand abbaut. Naja. So, aber wir brauchen gleich sowieso nochmal Schaufeln, weil das jetzt nicht zu lange dauert, das Ganze abzubauen. So,
So, dann hätten wir nämlich hier 1, 2, 3 Blöcke und dann machen wir nochmal 3 hier, 3 weitere. Genau. Ja, wir müssen halt erstmal hier das Fundament des Bahnhofes erstmal fertig kriegen. Können wir den Bahnhof ja auch gar nicht platzieren. In der Luft wollte ich den jetzt eigentlich nicht haben, den Bahnhof. Das geht auch gar nicht. Wird ja einkrachen, bevor wir den benutzt haben. Ach, das ist das letzte bisschen Erde, was ich glaube ich jetzt echt. Ich glaube, wir haben jetzt maximal nochmal 2 Stacks in der Truhe, aber immerhin freuen wir uns, haben wir nicht mehr so viel Dreck in Truhen. Wenn jemand wieder schrubben gehen, ohne dass es vergebens ist. So. Und wenn ich jetzt schon hier bin, dann kann ich mir vielleicht nochmal Schaufel mitnehmen. Und zwar gleich am besten 3 Stück. Werden wir noch brauchen. Mit Sicherheit. So, und dann wollen wir mal hier in die Erdtruhe schauen. Oh, da ist tatsächlich nichts mehr drin. Wir haben alles mitgenommen. Toll. Müssen auch gleich einmal Erde kloppen gehen. Passiert möglicherweise. So, 1, 2, 3 und dann haben wir hier 1, 2. Jetzt bringen wir schon mal ein bisschen Erde da rein. Ja, dass tatsächlich Erde mal Mangelware ist, ne? Ist unglaublich. Denkt man sich ja sonst so, ach, Eisen und so, das fehlt. Ey, von wegen, es ist Erde diesmal. So. Erde, das, was wir wohl am meisten haben werden, aber egal. Wir werden so oder so. Und das Tiergehege sehe ich da hinten, das müssen wir auch noch wegreißen. Kriegen wir die Schienen hier gar nicht, kriegen wir die Züge hier gar nicht lang. Da müssen wir das Tiergehege nochmal verlegen. Das machen wir aber jetzt nicht. Der Bahnhof wird sowieso noch nicht so schnell einsatzbereit sein, denn schließlich brauchen wir auch genug Schienen und müssen auch eine Dampflok bauen. Weil Schienen bringen ja nicht viel ohne Züge. Ja, das wird noch dauern, nur damit wir schon mal den Ansatz haben, dass wir schon mal so ein bisschen wissen, wie das ungefähr mit dem Bahnhof am Ende aussehen wird. So, und ich gehe dann mal ein bisschen Erde holen. Braucht man nämlich jetzt hier. Mit Sicherheit die ganzen Schaufeln dafür verschwenden, dass wir hier die Erde kloppen. Aha. So, dann bauen wir die Erde mal schön ab. Dann haben wir nämlich genug für den Bahnhof. Hoffe ich zumindest. Und die Tiere müssen wir auch noch umverfrachten. Kann man ja vielleicht machen, dass die Bahn dann, wenn die schon auf dem Bahndamm unterwegs ist, kann man vielleicht eine kleine Brücke bauen. Dann kann man nämlich unter der Brücke durch zu den Tieren. Das geht ja. So. Aber überhaupt der Bahndamm überhaupt erstmal den zum Wasser zu führen, das wird ja auch noch Arbeit und Rohstoffe kosten. So. Ich habe noch eine da, ne? Ja. So. Echtes Material, von dem man am wenigsten damit rechnet, dass es Mangelware ist, ist tatsächlich Mangelware hier bei uns. Oh. Auch so echt witzig. So, So, dann wissen wir schon mal, dass hier die Schienen sind. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Passt. So. Ja, haben wir die ersten Schienen schon mal. Ist ja auch mal schön. So.
Ja, dafür wird die Erde bestimmt auch wieder nie reichen. Ja, die Erde wird nicht reichen. Können wir trotzdem schon mal hier das Gestrüpp wegmachen. So, dann steht nämlich hier dann später der Bahndamm, der uns dann hoffentlich zu der Stadt, zu der Handelszentrale in Zukunft bringt. So. Fertig. So. Nun denn, achso, wir können ja außerdem noch mal ein bisschen Erde gewinnen, sehe ich gerade. Weil wir hier sowieso Bruchstein nutzen werden. Wir machen hier nämlich Bruchstein als Fundament hin. Und gleich gehen wir mal schlafen. Von diesen komischen Nachtdämonen gehört, die kommen, wenn man lang genug und wenn man zu lange schläft, aber ich glaube, in unserer Gegend gibt es sie nicht. Aber ich will ja gar nicht provozieren, dass sie überhaupt erstmal kommen. So, aber vorher machen wir jetzt hier nochmal das Ganze hier fertig hier. Mit dem zumindest die Erde schon mal wegmachen. Mal gucken, wie spät es ist, wenn wir hier die Erde weggestoppt haben. Entsprechend überlege ich, ob wir uns dann nochmal schnell das Steinfundament platzieren. Gehört da schließlich auch dazu. So. Das ist echt an Erdemangel, das ist wirklich so unglaubwürdig. Aber es ist wahr. Was mir allerdings einfällt, was wir uns vielleicht ein bisschen sparen können, das wäre hier, wenn wir ein bisschen Erde sparen, ne? So muss ja Bahndamm ja auch gar nicht so riesig sein. So. Ja, wir sind ja so ein Nachtmensch hier. Also, ich bin ja so ein Nachtmensch, da fahren wir doch gerne mal hier. Mit Nachtaufnahmen und so. Das hatten wir ja gern. So. So. Dann beeilen wir uns mal kurz noch mit dem Steinfundament. Lass jetzt auch die Tür offen, damit wir uns beeilen. Sortieren, dann gehen wir hier bei Agrar rein, da gehen wir mal das rein, dann machen wir hier bei Gestein. Holen wir uns mal hier 14 und 3 Stacks hier, also 2 reichen wahrscheinlich. So, dann haben wir nämlich auch schon das Fundament, hätten wir dann auch schon erledigt. Das wäre natürlich schon mal großartig. Noch großartiger wäre es ja, wenn wir keinen Baufehler machen würden. Sag ich ja, dass 2 Stacks ausreichen. So, und dann haben wir. Dann bringen wir mal das Zeug wieder weg. Hier nach unten. Das Lager zurück. Hier zum Beispiel die Schienen brauchen wir auch nicht. So. Gut, dann würde ich sagen, haben wir schon mal ganz nett angefangen hier mit dem ersten Bahnhof. Ist ja auch gut. So, gut, aber gute Nacht allerseits.